Hallo und willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Wir sind, na jetzt gerade nicht, aber gleich wieder im Haus von Deva, Dr. Deva, und werden dort noch in den Keller gehen. Aber erstmal werden wir wieder ein bisschen Sauce-Suppe aufsaugen, denn falls da ein Kampf kommt, dann sollten wir dafür auch gewappnet sein. So, dann werden wir mal hier an diesem Glas nuckeln. Am Fläschchen. Swoop. Und dennoch rein. Und fertig. So, dann rüber zu Gelb. So. Dann schauen wir uns jetzt hier mal weiter um. Die können wir wieder einsaugen. Wupp. Eternal Mirror. Ah. Hat jetzt nicht so viel zu tun. Lockpick. Ist auch nichts Geheimes. Na gut. Was haben wir da? Pixie Dust. Squire's Pants. Kommen die jetzt gerade her? Waren das die alten? Keine Ahnung. Achso, die hatte ich. Naja, das passt schon. Die hatte ich ja einfach behalten, wegen, weil auf den aktuellen Int drauf war. Passt schon. Ja. Crystal. Oh, da oben sind irgendwelche besonderen Sachen. Ah. Nice. Das Bild können wir nicht mitnehmen. Silenced. Marston Tanks. Lockpick. Wet eyes, red face, soiled garb. The dwarf suffering is writ on his body and soul. He opens his mouth to speak, revealing a gaping darkness where his tongue should be. You recognize him. This is Barston Tongues, the self-assured driftwood bard, whose golden voice filled the tavern with verse. Share with him the good news. The doctor is dead. The dwarf's eyes widen in gratitude. He blinks, yet no tears fall from the pink goo that's collected in the corners. Reach out to the captured bard. What happened? His lips part. Drool trickles from his lower lip, but he speaks no words. And there is no meaning to be found in his formless throat burbles. That's the bard from Driftwood. Looks like his singing days are over. Nun muss er wohl hier noch Loot spielen kann. Naja. Ja, ist vermutlich nicht so toll. Wenn man jetzt bedenkt, dass man eigentlich jede Verletzung einfach mit einem Heilzauber heilen kann, müsste man das ja eigentlich auch können. Aber das ist dann leider die Inkonsistenz von Rollenspielen. Da haben wir auch noch was. Da ist auch noch wer drin. Ja, Hahn.
War das nicht der Demon Hunter? Das wären die Erklärungen, wieso der uns nicht geholfen hat. In the squalor of these hellish surroundings, you spy a lone, bewildered figure. Who's there? So dark. Step in from the shadows. Ja, Han, say you stepped in from the shadows for him before. It's you, God Woken. The demon, Adramalik. Too powerful. Possessed. Kill it. If you can. I tell him the good news. It's over. Adramalik is dead. Yes. A newfound silence. Sweet absence of agony. The thousand teeth are gone, gnawing at the mind and heart. I face the hell scarcely to be imagined. But you, Torchbearer, led me out of the dark. Naja. Thank you. Bless you. You did what I could not. After such a feat, it cannot be denied. You are worthy of divinity. So go. Leave me to recover. Go claim the power of the gods and do unto the void as you did unto the demon. Only you can. Okay. Jelly Room. Da geht's nochmal weiter runter. Gucken wir uns hier noch um. Artifacts protected by magical shields. Locked with magic. Wollen wir wahrscheinlich auch nicht knacken. Oder doch? I need to get clever with this lock. Also es scheint. Locked. Locked with magic. Das scheint mir dann mehr ein Fehler zu sein, dass man das. Locked. Locked. Ich lade das mal. Also, dass man das dann trotzdem anlocken kann. Über die alte Methode, das scheint mir dann so ein bisschen kaputt zu sein. Da muss man anscheinend irgendeine Magie. Einen Spell brechen. Artifacts protected by magical shields. Nehmen wir erstmal den ganzen Kram mit. Doctor's Prison Key. Wobei da ja auch so nichts direkt. Also gut, da ist was drin. Aber nichts, was einem angezeigt wird. Hier sind ja überall irgendwelche besonderen Zeile drin. Nice.
Skeleton of an Ancient Warrior. Chest Armor. Maximum Action Points minus 1. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Da kommt man nicht ran. Okay, dann. Nice. Gucken wir mal gerade, was ich jetzt hier eingesammelt habe. Crystal, Eternal Plate, Dust, Blast, Scroll. Throw dust at all enemies in range, blinding them and dealing. Ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern, dass ich das mal in einem als Spell gesehen habe. Habe ich jetzt hier auch nicht. Ich habe jetzt nur hier diesen High-Tier-Spell. Combine with. Locked with magic. With magic. Under lock and key. Die sind aber anscheinend hier zusammengebaut. The rakish armor of Lord Ruini, he whose footsteps never touch ground. Nicht lesen. Sehr seltsam. Was haben wir sonst noch? Bone Cage Scroll, okay. Da rein. Oil Flask. Rüber. Was geht da hin? Skull. Das sind halt hier diese Eternal Dingers. Ja. Die werden wir wohl nicht brauchen. Doctor's Prison Key. Den mal da reinräumen. Silverbar rüber. Den werden wir gleich essen. Medium Frost Rune. Ziemlich auch Unsinn. Okay. Die Maske aufziehen. Elf. Dann werden wir mal hier Happa Happa machen. Da. Na super. Na, das hätte ich auch nicht gebraucht. Hut auf. So. Kann ich die jetzt aufschließen mit dem Schlüssel? Wahrscheinlich locked nicht. Nee. With magic. Da haben wir noch ein Bild. Thank you.
Da geht's runter. Und dann hatten wir hier aber auch noch eine kleine Fläche, wo man hin kann. Da ist aber nichts. Ansonsten ist hier auch nichts. Dann gehen wir mal wieder runter. Also weiter runter, hier runter. Naja, genau, das ist das, was ich anfangs meinte. Damit wäre man halt hier auch reingekommen. Wenn man Lose wahrscheinlich nicht dabei gehabt hätte. Aber hier ist halt jetzt so nichts. Das ist eigentlich... Ach, scheiße. Eigentlich brauchen die Fische auch nicht mitnehmen. Das ist halt nur jetzt eine andere Möglichkeit, in das Haus reinzukommen. Ich meine, die Sachen kann ich da theoretisch, glaube ich, rausporten. Ne, das geht auch so, okay. Good find. Lololololo. Ancient Loot. Naja, dann knacken wir das hier auch noch mal gerade. Deko. Ach, da kann man mit interagieren. You don't recognize every word written upon this scroll, but a shiver runs down your spine as you look through it, as if the runes themselves exude the power of the magic they describe. Na, kann damit auch nichts anfangen. Hatte das irgendwie nicht gesehen und nur dieses Goldding da drunter gesehen. Ja, gut, dann können wir jetzt hier auch nicht viel mehr machen, als wieder hochzugehen. Dann gehe ich mal den normalen Weg aus dem Haus raus. Ich weiß aber jetzt auch nie, wofür diese Sachen gut sein sollen. Eternal Mirror, falls die überhaupt was gut sind. Machen halt ein Geräusch, aber... Da haben wir noch Schädel.
Das ist wahrscheinlich auch wieder nur so eine sinnlose Spielerei. Es gibt halt ja auch nichts, was man, wo man hin könnte, also was man jetzt hier nicht erreichen würde. Ich vermute mal, dass das sinnlos ist und genau so ein Schissel wie in dem Haus von dem Riker, den wir umgebracht haben. Minus 6 Intelligence. Grants skill. Flight. When you put on this armor, your heart beats like the wings of a thousand birds ready to take flight. Ja. Tentacle Lash. Petrify Visage. Ah, es sind schon irgendwo coole Zauber. Aber das kann man auch günstiger haben. Dann sortieren wir hier mal die ganzen Quatsch wieder weg. Packen wir die Sachen mal. Ja, komm, packen wir die da rein. Dann der Tome. With him at our helm, we are as prosperous as we are safe. Each of the seven lords enjoys his or her own preeminence, but all act in the service of the king's designs, each in their place, each in service of the whole. What could be more natural? Und die Fische sind eigentlich sinnlos, die können wir auch gerade wegwerfen. Ja, Ancient Loot. Können wir die vielleicht dem Dings übergeben? The dwarf's agony is evident in his wrecked face and figure, but he cannot speak of it. He has only a minuscule flesh stump in place of a tongue. Ich kann aber auch keinen, also nicht dieses die neue Loot geben. Ist sehr schade. Na gut. Ja, dann gehen wir halt hier wieder raus. Dann ist das ja wohl gegessen. Melody. Ist sie da noch? Weil im Schiff, am Schiff war die ja auch, aber vielleicht hat die hier was zu sagen. Er ist doch was anderes. Ne, die steht nur noch im Schiff. Na gut. Ich kann ja da unten das nochmal gerade angucken mit dem Barrel. Da könnten wir jetzt vermutlich eine Pyramide reinwerfen. Wir haben ja jetzt noch die blaue. Und wenn ich jetzt diesen Fischzauber da drauf spreche. Dann ist das Fass unten. Und wenn ich jetzt zu gelb hinporte, dann bin ich hier unten. So würde man also hier reinkommen, wenn man Lose nicht hätte. Naja. Okay, wir gehen jetzt jedenfalls
Zu den... Doch, City Square. Und... Dann reden wir hier mal mit dem Toy-Seller nochmal. Greetings. I trust that the item I gave you is having the desired effect. Ask about the source charged amulet. A beautiful piece, isn't it? Have you charged it yet? Say that it's charged and ask what to do next. Very good. And I see Lord Ahu has emerged from hiding also. On to the next step. You'll need the Scroll of Atonement. It's locked in my desk on the second floor. The password is Giora. 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 Mm-hmm. When you have both the amulet and the scroll, go to the Path of Blood. On the left side of the chamber near Lucian's statue, you should see a hidden mechanism. It will clear the way. Daddy's going to fix you right up. Mhm. Wir sollen also jetzt hier in den zweiten Stock gehen. Muppet. The puppet looks at you with what almost amounts to curiosity. A faint glow of light is evident behind its painted glass eyes. Bewitched Muppet. The puppet looks at you. The puppet looks at you. Sheet of Paper können wir mitnehmen. Wooden Doll. Note the blood. Aha. Hey du. The puppet looks at you with what... Hm. Das hier können wir alles verwenden. Guck. Mhm. Wir haben mal wieder ein bisschen Schrott gesammelt. Da können wir noch ran. Ist das jetzt der zweite Floor? The desk is locked tight. Instead of a keyhole, there's a gilded inlay that bears an engraving. It was all for you. Beneath this sits a framed square of blank parchment. Stare intently at the parchment. The parchment stares back. Uh-huh. The desk is locked tight. Instead of a keyhole, there's a gilded... You take a nearby quill and dip it into an inkwell. Then you poise its tip over the framed square of parchment. Giora. The ink is absorbed into the parchment until it vanishes. Somewhere within the desk, a mechanism unlocks with a click. Take all. Das ist die Scroll of Atonement. Mhm. Dann sortieren wir gerade mal wieder. Ja, Ancient Loot behalte ich einfach mal. Mushroom rüber, rüber, Sheet of Paper, Book,
Military Essays. 1. What makes an expert swordsman? There are 3 types of swordsmen. Das haben wir schon. Porträt. Leinenbluse. Chickenfoot. Darüber. Rüber. Toy Sword kann man wohl verkaufen. Das ist halt das Quest-Item. Und dann haben wir hier ein Speer, den wir auch nur verkaufen können. Würde Whirlwind als Skill bringen. Gut, ja. Das war's hier auch schon. Kein Kampf oder so. War das denn auch der Raum, wo man eingestiegen ist, wo man durchs Fenster gekommen ist? Da kommen wir noch. Ja, die Teddybären kann man dann wohl auch nicht brauchen. Jetzt auch schon einige gefunden und seit Ewigkeiten rumgeschleppt. So, ja gut dann. Reden wir nochmal mit dem Typen. Creepy Typ. I believe I've told you all that you required. Was there something else? Ask him to repeat this. Okay, also der hat nichts mehr zu sagen. Ja, dann. Ich gehe hier unten nochmal zu diesem. Zu dem Barracks. Mal gucken, ob sich da irgendwas getan hat, weil diesen Paladin, den haben wir ja umgerußt. Na, der ist jetzt wahrscheinlich einfach nicht mehr da. Ja. Na gut. Elementalist. Na gut. Gucken wir mal hier drauf. Hammerfall. We have acquired the Scroll of Atonement. Toysteller Sanders has told us how to pass the first path. A part of the Path of Blood. We will need a source-filled amulet and a Scroll of Atonement. The scroll should be located in the locked desk upstairs in Sanders' house. The password is Giora. When we have both its items, we can use them at the cathedral in order to uncover a secret passage. We should look for a hidden mechanism near the statue of Lucian. Dann haben wir hier Craftsman of Dreams and Nightmares. In order to get past the Path of Blood, we will need to place an amulet filled with source into a hidden compartment. Then we will need to read from the Scroll of Atonement. We received the thanks of Elianessa, the Ancestor Tree. We learned that Dorian Gall is only getting married in order to get closer to the will of his bright father, Michael Ross. Secret of the Dwarves. We found a note from someone called I. It seems that there's something hidden beneath the estate of Michael Ross. We can't find out just what it is for ourselves, but entering the cellars using a key given to one of the dead wedding guests, then selecting a wine named after Mikkel's pet pig. Da kann ich auch nochmal rein, aber da war doch gar nichts mehr, oder? Moment, ja, das war die andere Seite. Das war hier. Da hinten rein. Buh, 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 buh.
Aber seltsam, dass die Quest noch offen ist. Ja, da sind wir halt jetzt im Kanal. Aber die Quest bleibt offen, was ein bisschen dämlich ist. My gut tells me. Kann man nichts machen? Nochmal hier. The woman cries uncontrollably. Nö, mit dem. He bows hurriedly. Und mit dem oben konnte man auch nicht mehr weiterreden. Ich vermute, dass es damit quasi hier am Ende ist. What? Are you here? Get away from. Ja, vielleicht gucke ich dann da fürs nächste Mal nochmal nach, ob man diese Quest irgendwie weiter abschließen kann. Aber ich sehe da jetzt erstmal keine Möglichkeit. Ja, und dann haben wir nur noch hier diesen Palast. Das ist das Letzte, was übrig bleibt. Ja, gehen wir da mal rein. The Cathedral. 100.000 Erfahrung. I hear Justinia is gonna crush them dwarven rebels. About time, if you ask me. I'm glad Lucien wasn't around to see his son murdered by sorcerers. Those fiends have revel on shame. Nah. I wish Eddard was here. It'd hearten him to see true faith in action. But instead, he's out in the hellhole of his driftwood, protecting the unholy. With justice and fair. I pledge my soul. I pledge my soul, Lucien, please return. You're wrong. I pledge my heart, oh Lucien, please return. Lucien, blah blah blah. Okay, Pilgrim. I blame Damien for this. Lucien never should have taken him in. I pledge my life. I entered the city just in time. Voidwalken attacked the harbor not long after I passed through. They pledged their hearts, O Lucien, the lambs. Please return. They pledged their souls, O Lucien. Please return. I wonder if someone will survive the path of blood this year. Ja, ich. I pledge my soul. My friend died in Driftwood, killed by some foul sorcerer while doing his duty as a magister. I've come here to pray for his spirit. Lucien and Damien. The ascension of Lucien, the great war. Ahu and Zandalore finding Lucien. Lucien slaying Damien. Please return. I pledge my head. No, my heart. I pledge my dear heart, Lucien. Lucien. I pledge my brother's life. This is what I'm learning. Shh. I'm praying. Something's gonna happen. This prayer is silly. My tongue is tired. I pledge myself to you, O Lucien. Please. You're not Lucien. I pledge my soul to you, O Lucien. I pledge my life. Please return. Kann man auch nicht mitreden. I'm going to say the prayer a million times.
times more than anyone else. Viel Spaß dabei. Ja, lange auch keine keine Tiere mehr gesehen. Ja. My life, Lucian. I pledge my life. Please return. I pledge my head. No, my heart. I pledge my heart, Lucian. Come back. I pledge my heart, oh Lucian. Please return. Na, ein bisschen, Oh, Pilgrim. Oh. May Lucian return. Offer a prayer for Lucian, not and take your leave. Good luck on the path of blood, Pilgrim. I hope you're truly free from sin. Seems unlikely, judging by the look of you. Ach. Please, oh, these fools think of Lucian as some kind of savior. I want to know why he sacrifices my homeland. Pilgrim. Lucian, he doomed us all when he adopted the baby Damien. Pilgrim. I wonder what I would have done in his place. Devoted Pilgrim. Sister Aveni. Lucian's blessings to you, stranger. I'm Sister Aveni, the head priestess of the cathedral. Remark that she must be the person to see about all matters related to the cathedral, then. Most matters, not all. Lord Ahu is the keeper of the cathedral. Only he can approach the remains of Lucian the Divine. I tend to the more typical matters of the cathedral, guiding those who visit us in their worship, and organizing the feeding and housing of our brothers and sisters. Lord Ahu included. Tell Sister Aveni that you need her to grant you access Ahu's personal quarters. No, I cannot do such a thing. Lord Ahu's privacy must be maintained. Intelligence remark that if you had ill intent, you'd enter by nefarious means rather than by asking for help. She has nothing to fear. Claim to be an old acquaintance of Ahu, who has journeyed a long way to see him. He'd want you to proceed his quarters immediately. Say that you could always just skip the niceties and take what you need by force. Tell her that you wouldn't ask unless it was absolutely necessary. Your intentions are good, you swear. Commend the respect she shows towards hierarchy, but demand that she'll do as you ask all the same. Summit does supersede normal protocol. Nehmen wir das hier. Very well. Here is the key to Lord Ahu's quarters. Please, don't cause a disturbance. Lord Ahu greatly values his privacy. Okay, hier kommen wir auch schon wieder raus. Scribe. The scribe scowls at you and turns back to his writing. Do you mind? I'm trying to write about Xanthedza, the god of mirth and laughter, and you're blocking my damn light. Na, da hat sie den richtigen Scribe gefunden. Oder eher den richtigen Gott. So, da haben wir nix. Solstice, you read. Ne? Gehen wir darüber. Okay. Divine Prelate. Lucian's blessing, stranger. Say that you want to view Lucian's body. What? No. No, that is impossible. Lord Ahu put his remains to rest and told us that no one shall lay eyes on the divine again until he returns to us in all his glory. Naja, wer weiß, was mit den Remains los ist. Take your leave. Vielleicht ist das auch einfach ein toter Dämon oder so.
There's no one left who is free of sin. Der deshalb auch weggeschlossen werden musste. Take the path of blood, pilgrim. If you're pure of heart and soul, you might do well. Unlike the others. Shall you take the path of blood? I have little hope for success this year. I wish I could be working that fancy wedding I keep hearing about. I'd earn more gold over there than serving up slop to priests here. I'm wasted in this place. Any fool can throw a I doubt it. True toy. Lord Ahu has returned. There may yet be hope. Ensure the Lord's quarters are protected. But Lord Ahu has returned. Relief. The great Lord Ahu has returned. Ja, das war ich. Das Ding ist schon groß. So, da vorne ist also der Ahu drin. Secret Slot, Path of Blood. Ja, wahrscheinlich sollten wir dann auch zuerst den Ahu besuchen. Wofür haben wir jetzt einen Schlüssel gebraucht? Das sieht ja schon ein bisschen verwüstet aus. God woken. Say that you have some questions. Then I will answer as best as I can. Wonder why Lucian wanted to hunt down Godwoken. Did he not want his legacy to be continued by them? These are not questions you asked of the divine, Godwoken. He worked in mysterious ways, and it was not our place to ask why. I hope his spirit will forgive me for breaking my oath. Ask why Lucian was so determined to prevent anyone approaching his remains. He said there was great power in them, and that the void would seek them out. We needed to make sure no servants of the Black Ring ever laid their hands on his remains. Wir haben heute noch einen Hund. Charlie. Hello. Hey, have you got my ball? Ask her why the long face. Smelly person threw my ball away and I couldn't go fetch. Threw it off the balcony. And I couldn't find it. But then Master Ahu came back. So that's nice. I love Master Ahu. Da ist's. Noch ein kleiner Park. Garten. Das ging jetzt alles dann doch wesentlich schneller, als ich dachte. Ich hatte eigentlich vermutet, dass es hier wesentlich Events und Dialogreicher abläuft. Da können wir aber runterspringen, oder? Da können wir einfach runtergehen? Nein. Gut. Nehmen wir das mit. Vielleicht finden wir hier. Ah, das ist der Ball. A ball with teeth marks in it. Smells of dog. Hüpf. Da. Hello? Smelly person threw my ball away and I couldn't go fit. Da ist ein Ball. Hallo? Smelly. Critical Hits. Hallo?
Das war jetzt nicht so meine Intention. Ja, insgesamt ist hier jetzt sehr wenig los. Da müssen wir noch zur anderen Ecke gehen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich zuletzt... ich habe tatsächlich nicht zwischendurch gespeichert. Nicht, dass da jetzt viel los gewesen wäre. Ich bin da ja eigentlich nur durchgelaufen. Aber ist jetzt trotzdem ärgerlich. Ja, dann würde ich auch an der Stelle einen Schnitt machen. Dann mache ich das gerade nochmal, was ich vorher gemacht hatte. Also einfach diese Dinge ablaufen und nochmal ein paar Sachen anklicken und einsammeln. Und ja, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter, wenn ich halt bis zu dem Punkt gekommen bin, dass ich halt diesen Ball wieder eingesammelt habe. Also, schauen wir dann beim nächsten Mal weiter. Bis dann!